Englische Medien, meine lieben Freunde, machen gerade die Bayern extrem fertig. Was ist denn überhaupt passiert? Und zwar, es gibt das Angebot für Sadio Mané. Die Bayern haben ja wohl so 25 bis 30 Millionen, also 25 wohl fix und 30 Millionen vielleicht noch unter gewissen Umständen. Also da wird so ein bisschen spekuliert, wie genau das war. Aber definitiv sollen sie sehr sauer gewesen sein darüber und sollen es quasi für einen Witz gehalten haben. Ja, das, also wirklich, das Wort Witz wurde auch zitiert in den englischen Medien. Und David Maddock, ein sehr engagierter Reporter, der auch immer wieder Insider-Infos hat, noch in der Vergangenheit hatte, er hat auch gesagt, dass man wohl das Angebot natürlich abgelehnt hat und auch dem Bayern-Sportdirektor in diesem Fall, ist dann, schätze ich mal, Salihamidzic gemeint, gesagt haben, dass man das Angebot mehr oder weniger dreist fand. Und da muss ich auch wirklich sagen, da gebe ich Liverpool auch recht. Ich habe ja gesagt, 25 Millionen für Sadio Mané? Der ist noch nicht 34, der ist 29. Einer der weltbesten Spieler überhaupt. Und irgendwie soll es anscheinend so gewesen sein, dass bei diesen Bonussen war es auch so, ja, wenn Sadio Mané irgendwie den Ballon d'Or gewinnt ein paar Mal, dann kriegen sie irgendeinen Bonus oder sowas. Also, das war wohl so, wo Liverpool gesagt hat, ey Jungs, was macht ihr da gerade? Ihr wollt uns doch gerade hier, Jungs, unter uns, wir wissen doch, was ein Sadio Mané wert ist, kommt uns nicht mit 25 Millionen, Freunde. Und da muss ich auch ganz ehrlich sein, da verstehe ich manchmal die Bayern nicht. Ich verstehe diese Taktik immer wenig ausgeben, aber ihr könnt doch nicht zu Liverpool hingehen und sagen, 25 Millionen für Sadio Mané. Das wird nicht funktionieren. Da behalten sie ihn ja lieber noch ein Jahr lang noch. So, guck mal, ein PSG lehnt 200 Millionen für Mbappé ab. Ja, ist ein anderer Verein und andere Geldgeber, ich weiß das schon. Aber ich will nur mal sagen, so, für 25 Millionen, da zucken die doch nicht mit der Wimper. Also, das ist doch, also manchmal denke ich so, die Bayern sind so, was diese Summen auf dem Transfermarkt angehen, relativ realitätsfern. Kommt es mir manchmal vor. Ja, haben sie mal ordentlich auf den Tisch gehauen. Es war ja bei Hernandez für 80 Millionen, wo man im Nachhinein natürlich auch nicht so sicher ist, ob die Investition sich wirklich in dieser Höhe gelohnt hat. Ich will nicht sagen, dass Hernandez schlecht spielt oder so, aber 80 Millionen dafür, dass so der Rekordtransfer ist, war ja zum Beispiel bei Liverpool Van Dijk. Und Van Dijk hat natürlich mehr Liverpool geprägt als Hernandez. Die Bayern, ist ja ganz klar. Freunde, ich weiß nicht. Also ich denke, die Bayern müssen sich da wohl noch deutlich stärker strecken. Liverpool will wohl so um die 40, 50 Millionen sehen. Die Bayern haben da ja gut die Hälfte, ein bisschen mehr geboten. Naja, man wird sehen. Die Bayern werden wahrscheinlich ihr Angebot fast verdoppeln müssen, wenn Liverpool da irgendwie was annehmen soll. Ich bin gespannt, ob sie das tun. Aber es passt so ein bisschen das Bild von Bayern aktuell, dass die Verantwortlichen eben nicht so professionell handeln, wie man es sich denken würde bei so einem riesigen Verein. Man hatte so eine Führung, einen Führungswechsel natürlich mit Kahn jetzt, mit Salihamidzic, gut, der ist schon ein bisschen länger da und so, aber Rummenigge und Hoeneß sind eher, die haben natürlich wahrscheinlich immer noch ein bisschen was zu sagen, aber sind nicht mehr so im operativen Geschäft tätig und so. Also das wird noch richtig spannend, Freunde. Das kann ich euch definitiv garantieren. Eure Meinung in die Kommentare. Wir sehen uns später wieder und denkt dran, haltet den Ball richtig flach.